herzlich willkommen. Mein Name ist Katrin Rubenson. Ich bin die Moderatorin für die SOM Online-Konferenz. Unser nächstes Event findet statt nächste Woche am Donnerstag, 9. Juni. Da geht es um die Zukunft von Marketing Analytics und wir veranstalten einen halben Tag Online-Event. Mit mir heute habe ich Tobias Egli. Hallo Tobias, schön bist du dabei. Hallo. Hallo Katrin. Du wirst unser Speaker sein um 10.35 Uhr. Du bist Co-Founder von der Firma Matto Group. Du darfst dich aber selber zuerst präsentieren. Wer bist du und was ist dein Werdegang? Genau, ja, ich bin Tobias Egli. Ich bin mehrere Jahre in Marketingrolle gewesen, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Ich bin mitunter bei Microsoft gewesen, wo Daten immer ein wichtiges Thema gespielt haben. Nachher bin ich CMO gewesen bei Dindeal und habe dort dann als BI-Team unter mir gehabt. Und ja, gerade im E-Commerce-Bereich hat man halt auch ein bisschen advancedere Analytics-Modelle. Also ich denke, da kann ich auch dort noch das eine oder andere mit reinbringen. Und jetzt bin ich seit gut 2,5 Jahren komplett selbstständig, eben mit Matto Group und Lohncheck. Und da geht es auch grundsätzlich um Daten. Ja, also. Okay, du darfst gerne noch ein bisschen erklären, was macht Matto Group, was macht Lohncheck? Also es sind zwei Firmen und ein Holding. Was ist euer Kernfokus? Genau, also ja, ich glaube, das Thema, das jetzt alle interessiert, ist ja, dass Cookies wegfallen. Zum einen zum Messen, aber zum anderen zum Targeten. Und das ist genau unser USP, weil in Zukunft wird sehr viel über First-Party-Data laufen. Das sind Daten, die man selber erheben tut. Daten, die man in der eigenen Datenbank drin hat. Und da sind wir ein Vorreiter im Schweizer Markt. Wir haben extrem viel First-Party-Data, die wir über Lohncheck selber erheben können. Also wenn jemand bei Lohncheck eine Lohnabfrage macht, dann ist das so, wie wenn die Google jemand ein Suchresultat abfragen tut, dann tut er bei uns 24 Datenpunkte angeben und kommt im Umkehrschluss eine Lohnprognose über. Und diese 24 Datenpunkte, dort haben wir einen Consent, wir dürfen die Daten nutzen, zum einen zum Targeting zu machen und zum anderen eben auch für Analytics für unsere Kunden. Also wir können dort jetzt eben auch mit den neuen Technologien, die es gibt, Data Clearrooms, Kundendaten auch anreichern von, eben von unseren Kunden, wo sie dann nachher einen soziodemografischen Wert auf ihre Kunden überkommen. Und nachher wissen, wer sind die Personen, wo bei mir auch Kunden sind, die Kunden, die einen höheren Customer Lifetime Value generieren. Jetzt sind wir schon ein bisschen in dem nerdigen Thema drin, aber um das wird es dann ein bisschen gehen bei meinem Vortrag. Und was sind dann Kunden? Mit was für Typen von Kunden arbeitet ihr zusammen? Ja, also wir arbeiten halt sehr oft auch mit sehr grossen Mediaagenturen zusammen. Also es sind schon oft auch grössere Kunden mit grösseren Werbebudgets, weil die halt auch dann noch über das Know-how verfügen. Weil die auch, wir machen halt sehr viel Awareness-Kampagnen, also was darum geht, den Brand aufzubauen. Das machen typischerweise die Firmen, die ein bisschen ein grösseres Marketing-Team haben, die sich nicht nur um Performance-Marketing kümmern. Aber grundsätzlich haben wir die ganze Bandbreite. Wir haben sehr viele Banken, wir haben aber auch sehr viele Automobilkunden, wir haben Versicherungen, wir haben aber auch klassische Consumer-Brands, also wirklich durchs Band. Weil wir haben auch Daten natürlich. Wir wissen auch, ob Personen älter sind, ob sie Kinder haben, in welchem Alter. Wir wissen, wo sie wohnen und wo sie arbeiten. Letztendlich lässt sich halt jede Kampagne mit solchen Daten verbessern. Und das ist eigentlich auch genau ein bisschen das Thema. Oder? Marketing Analytics machen wir nicht einfach nur zum Selbstzweck, zum schöne Charts anschauen und irgendwelche Zahlen, sondern man möchte ja eigentlich herausfinden, welcher von meinem Traffic ist wertvoll und welche könnte ich auch weglassen, welche müsste ich nicht einkaufen. Oder? Und das ist ein bisschen auch unsere Spezialisierung, dass wir, wenn man nachher herausgefunden hat, welcher Traffic das wertvoll ist, welche soziodemografische Profil die Kunden sind, die wirklich Mehrwert stiftet, dass wir dann nachher mehr davon können aus dem Netz für unsere Kunden rausfischen. Und das auch ohne Cookies. Oder? Das ist, glaube ich, das ganz wichtige Thema. Da gibt es nicht sehr viel, wo da noch mitheben können. Dein Vortrag wird am 9. Juni sein, 10.35 Uhr, und das heißt Next Marketing Model, bessere Erkenntnisse aus den Daten gewinnen. Genau, genau. Was erwartet uns genau dort? Oder was, ja?
Ja, ich habe jetzt schon ein bisschen etwas darüber erzählt. Oder? Also ich habe sehr lange ein BI-Team geleitet. Und ich glaube, die grossen Firmen, die machen das auch schon ein Stück weit, dass sie sich nicht einfach auf ein Tool verlassen, sondern nachher halt auch selber mit den Daten modellieren. Und momentan ist halt für viele Firmen die Realität, dass sie einfach ein Tool haben. Oft ist das Google Analytics. Und das tun sie einfach einmal einstecken und dann ist das ihre Ware. Und das ist sehr convenient, das ist sehr praktisch, weil man hat dann nachher die fertigen Zahlen, die werden einmal super reported. Aber wir wissen eigentlich schon lange, dass das nicht die ganze Realität ist. Oder? Wir haben sehr viele Probleme und das schon seit langem. Das sind ja nicht einfach nur Cookies, sondern es ist auch Multi-Device, Attributionsmodell. Man hat einfach irgendwie in Google Analytics halt oft auf den letzten Klick optimiert. Dann nachher, wir haben diverse solche Themen. Ne? Und genau jetzt kommt halt nur das Cookie-Thema obendrauf. Und die großen Firmen haben das schon zum Teil gemacht, dass sie modelliert haben. Und ich würde jetzt in meinem Vortrag ein bisschen zeigen, was die Modelle sind, wo die größeren Firmen schon einsetzen können und wie vielleicht auch kleine Firmen von diesen Modellen profitieren können, aus technischer Sicht, aber halt einfach auch aus Prozess. Sicht, also dass man sich mal überlegt, was ist überhaupt meine Hypothese, die ich dann mit den Analytics-Daten möchte belegen. Also praktische Tipps und Tricks für Klein- bis Großunternehmen über Analytics der Zukunft. Genau. Das Was in Zukunft ja möglich ist, ohne Cookies, zum Teil auch ohne, dass man den Consent braucht, weil man halt mit komplett anonymen Daten schafft. Oder wie man halt einfach aus diesen Daten, jede Firma hat extrem viele Daten eigentlich in ihrem CRM, wie man anfangen kann, die verknüpfen, nachher mit den klassischen Marketingdaten, die man übers Netz erheben tut. Wunderbar. Also ich freue mich. Wir sehen uns dann am Donnerstag wieder. Ja, perfekt. Ich freue mich auch. Bis dann, liebe Tobi. Bis dann. Merci. Ciao. Tschüss.